Sport und Bewegung in seinen Alltag zu integrieren, wird für viele immer wichtiger, auch wenn die Zeit dafür oft sehr knapp bemessen ist. Die Nachfrage nach einfachen Trainingsmethoden für zu Hause wird immer größer, die Möglichkeiten dafür auch immer besser. Intersport-Coach Thomas Müller gibt uns heute einen kleinen Überblick über verschiedene Trainingsarten sowie das dazugehörige Equipment. Um fit zu werden, steht an erster Stelle einmal die Ausdauer. Es gibt verschiedenste Arten, dass man sich fit haltet. Das ist zum Beispiel einmal der Ausdauersport, wie zum Beispiel rausgehen, Radfahren, laufen gehen, joggen oder walken gehen. Und wenn das Wetter für den Outdoor-Sport jetzt nicht geeignet ist, kann man sich auch drinnen helfen mit einem Crosstrainer, mit einem Ergometer oder einem Laufband. Für eine gute Figur ist grundsätzlich auch eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining zu empfehlen. Will man also noch die ein oder andere Muskelpartie im Speziellen trainieren, gibt es auch dafür einfache Möglichkeiten, seinem Körper mit wenigen Mitteln etwas Gutes zu tun. Dann gibt es noch den klassischen Kraftsport, wo man sich auch schon mit wirklich kleinen Sachen behilflich sein kann, sprich Hanteln von 1 Kilo bis zu 20 Kilo, je nachdem wie viel Scheiben man aufladet auf die Hantelstange. Oder auch kleine Fitness-Hantelbänke, Multifunktionsbänke, die man sich auch variiert einstellen kann, welche Übungen man machen will. Plus natürlich auch Gymnastikbälle. Also es funktionieren schon wirklich kleine Dinge. Wenn man sich intensiv mit denen auseinandersetzt, kann man auch schon seine Figur bekommen, die man eigentlich haben möchte. Also da kann man schon wirklich sehr stark dran arbeiten. Eine weitere Möglichkeit, sowohl Ausdauer und Kraft als auch Beweglichkeit zu trainieren, sind körperliche Übungen aus den Bereichen Yoga und Pilates. Pilates, Yoga und Zumba zählen auch noch zu sehr effektiven Trainingseinheiten, was man ganz einfach zu Hause nur mit einer Gymnastikmatte machen kann und somit eigentlich auch schon ziemlich simpel sein Ziel in dieser Hinsicht erreichen kann. Für welche Art Sie sich auch entscheiden, etwas für Ihren Körper zu tun, achten Sie darauf, die Übungen korrekt auszuführen, um Verletzungen zu vermeiden. Dafür empfiehlt sich anfangs auch professionelle Hilfe eines Personal Trainers oder Fitness Coach. Und das Wichtigste, haben Sie einfach Spaß an der Bewegung. Viel Erfolg beim Fitwerden!